Hallo, willkommen zu einem Videokanal bei YouTube. Hani und Janni. Und wir basteln heute einen Stiftehalter mit Gläsern oder mit einem Becher, egal was. Aber wir basteln auf jeden Fall einen Stiftehalter. Und Hani ist meine kleine Schwester. Und Janni ist meine große Schwester. Und wir fangen jetzt an. Also, erstens müsst ihr malen. Also, egal was ihr macht, aber ihr müsst dann nachher noch ein bisschen ausschneiden. Oder ihr könnt auch Orte malen, so wie Hawaii oder irgendwie. Ja. Also, ich mache kein Hawaii, ich mache irgendwie so Schmetterlinge. Ihr kennt uns halt nicht, weil wir sind heute neu in den Kanal und deswegen, wenn ihr die ganzen Videos guckt, vielleicht, wenn ihr dann guckt oder ihr mögt vielleicht nicht, dann schreibt es jedenfalls in die Kommentare oder macht einen Daumen unten, wenn ihr es nicht mögt. Oder einen Daumen nach oben, schaltet auf jeden Fall die Glocke an. Falls ihr euch fragt, wie alt ich bin 9. In welche Klasse ich gehe in die 4. Und meine Hobbys sind Basketball, Tanzen, Turnen. Und mein Lieblingsfach ist Deutsch, Sport und Huss. Okay, ich komme. Okay, jetzt fragt ihr, wie ich heiße. Ich heiße Hani und eigentlich nennen mich die anderen Hanna, aber ich mag halt gerne den Namen Hani. Und wenn ihr euch fragt, welche Klasse ich bin in der 1, das seht ihr schon, und bald komme ich in der 2. Und als Hobby mag ich Keyboard, dann mag ich noch Fußball, dann mag ich noch, wie ist es denn nochmal? Basketball. Und dann gar nicht mehr. Und als Sport mag ich gerne. Als Sport? Was? Du hast doch gar Sport gesagt. Ja, aber du hast Sport gesagt. Okay, und dann mag ich als Sport klettern. Also, wir zeigen euch jetzt die Bilder. Hanni fängt an. Okay, jetzt hier. Okay, jetzt fängt meine Schwester an. Zuerst fangen wir das an. Das habe ich gemalt. So, okay, jetzt fangen wir an mit Schneiden. Ja, mit dem Kreativ. Ich hab's nicht. Das ist deine Schwester. Also, und wir müssen auf dem Papier jetzt malen und das dann ausschneiden, was wir auf dem Papier gemalt haben. Wieso malen? Wir haben das schon gemalt. Wir müssen hier also zeichnen und dann müssen wir das ausschneiden. Kapiert? Mhm. Guck mal. Können wir es dann nachher angucken? Ja. Okay. Ach so, mal. Hast du es kapiert? Mhm. Also ich schmeiße den Schmetterling, weil ich das auf mein Bild draufkleben will. Und dass es dann schöner ist, tue ich das dann halt draufkleben.
halt so. Und dann müsst ihr das halt ausschneiden unten, dass es Platz hat und nicht das Ganze unten hängt. Und dann denkt ihr, hä, wie geht das jetzt? Hä, die hat es voll falsch erklärt. Also, ich schneide den jetzt aus. So wie Arte da genau aus. Was? Okay, jetzt mal ich aus. Und schwarz nicht mal die Augen. Ein Vogel kann ich nicht gut malen. Oh ja, shit. Einfach so ein Ding, das geht. Mach noch hier so Federn rein. Leute, falls ihr fragt, ich schneide es noch nachher aus. Ihr müsst es ganz ausschneiden, das braune oder das schwarze, egal mit welcher Farbe. Aber ihr müsst es ganz offensichtlich ausschneiden. Das mache ich mit verschiedenen Farben so. Immer so weiter. Vielleicht könnt ihr auch meins nachmachen oder meine Schwester, was euch so gefällt. Schreibt noch in die Kommentare, welches Bild ist jetzt besser. Meine Hanni oder meins? Es ist egal, wenn ihr sagt, Janesi seid oder Janni seid. Es ist mir egal. Dann fange ich nochmal an. Und von hier, wenn ihr meins sagt, dann ist meine Schwester auch nicht traurig. Ist ja nicht so interessant. Leute, wir kleben jetzt das zusammen, halt auf den Stiftehalter. Wie ihr seht, so haben wir es ausgeschnitten. Ihr müsst es hier oben ausschneiden, so ein bisschen. Ihr wisst, dann passt es. Ihr wisst ja, mein Stift. Ja, ich weiß. Mein Pferd ist halt abgeschnitten worden. Mein Schwesterkopf hat gar nichts kapiert und jetzt hat es halt gehabt. Also habe ich nur das Einhorn. Es sieht immer noch schön aus. Falls ihr euch nicht mehr erinnert, wir machen einen Stiftehalter und dann kleben wir noch so Stickers auf. Seht ihr es? Okay, jetzt fangen wir an. Ja, dann komm ich hier hin. Also wenn ihr es wisst, ihr könnt nur dieses hier abschneiden und dieses, nicht dieses. Sonst passt es nicht. Und schön gerade die Linien, das habe ich auch nicht aufgepasst. Diese Linien, ganz gerade und diese auch gleich, dann meinen sie nachher schräg. Und deswegen möchten ihr ja nicht schräg aussehen. Das ist ja auch das Problem, wenn andere sagen, nee, das möchte ich nicht. Ich möchte einfach nur schräg. Dann wird es auch nachher nicht so gut aussehen. Also bitte, bitte gerade ausschneiden. Also so ungefähr soll es dann aussehen. Klebt ihr ungefähr so ein kleines Sticker auf. Das ist ein großes. Und dann hat es natürlich ganz selbst. Hanni? Ja, das sagt jeder. So. Dann nimmst du. Dann klebe ich noch hier so ein Zimmertag. Und dann soll es so aussehen. Und das hilft mir, weil er trinkt hier, weil er rausgefallen ist. Und hier seht ihr nochmal den Schmetterling.
Und dann hier den Flamingo. Sieht man jetzt nicht, weil der Schmetterling da dran hängt. Und dann ist es ein Stift, Alter. Also so? Ja. Mein Gott, das ist nicht so tief. Es soll so sein. Warte, ich weiß es. Also, so sehen dann unsere Becher aus, wenn sie fertig sind. Also, auf jeden Fall, ihr müsst keinen Sticker haben, aber zum Metalling müsst ihr machen. Oder so, irgendwas anderes. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, unser Video. Ja, warte. Und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben macht und die Glocke anschaltet und so abonniert. Wenn ihr es ist auch gut, da könnt ihr auch so reintun oder Slime, aber wenn es euch nicht gefällt, dann könnt ihr auch so Kleber oder was Kleines. Stifte. Und jetzt sagen wir mal tschüss, bis zum nächsten Mal. Wenn wir noch das Kleine haben, das kleine Zeug, was deine Mama sagt, das musst du jetzt aufräumen, das kleine Zeug, dann kannst du es einfach in diesen Becher aufräumen. Das ist so wie der Mülleimer, aber nur anders, musst du nicht die ganze Zeit in den Mülleimer rennen. Aber wenn ihr einen anderen Mülleimer habt, dann müsst ihr halt den benutzen. Aber wenn ihr nicht den Mülleimer benutzen will, dann könnt ihr diesen. Und dann nachher ins Müll und dann in euren Müll. Tschüss! Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und zum nächsten Mal, sagen wir noch nicht, aber bis zum nächsten Mal. Am Wochenende! Tschüss! Tschüss.